Scheiß Spiel. Ihr Hochgefühl war jedoch nur von kurzer Dauer. Karl und Anna wurden von den deutschen Soldaten in Saint-Mihiel ergriffen und in die Offiziersquartiere zum Verhör gebracht. Karl kehrte auf Seiten der Deutschen an die Front zurück, während Anna im Lazarett Verwundete pflegen musste. Am 8. April begannen die Franzosen mit einem Angriff auf Saint-Mihiel, eine Gelegenheit, die Karl nicht verstreichen lassen wollte. So und hallo, herzlich willkommen zurück zu Wayland Hearts. Das mit dem Taxi konnte ich euch leider nicht mehr zeigen, wie wir hier an die Front kommen, weil das hat sich immer wieder aufgehängt. Aber ich habe es dann doch mal geschafft. Ich habe nochmal die Aufnahme abgebrochen und ich glaube, das lag an meinem Fraps, warum das dann nicht weiterging. Okay. Nun gut. Besetzt Saint-Mihiel. Okay, und sagen wir mal, auf geht's. Okay, ich soll mir eine Uniform holen. Dann holen wir uns eine Uniform. Schauen wir mal. Mal gucken, wo wir eine herbekommen. Was? Ach, es herrschen. Ist ja super süß. Ja, ja, komm. Ja. Was du bist? Oh. Der Flux. Jetzt krieg ich den Hund. Flette? Na dann, da geht's. Nichts wie hinterher. Ach, habe ich schon alle oder was? 9 von 9. Acht von 8, 9 von 9, 10 von 10, 6 von 6. Okay. Dann wird das Spiel wohl nicht mehr allzu lang gehen, was? Der Zickzack. Ist ja wirklich ganz witzig gemacht, die ganze Synchro hier. Vorwärts, Marsch. Aha. Okay. Mhm. Ich soll rauf. Noch mal rauf. Okay. Jetzt? Aha. Gut. Hallo, hallo. Cool. Was ist Lupenanfutzen? Hm? Ach, Uniform. Gut. Und da sind wir wieder. In der alten Uniform und zurück im alten Krieg. Naja. Eine Hundemarke. Erkennungsmarke. Ihr wisst, wie es ist, nicht? Pause drücken. Gut gemacht. Danke, Kollege. Alter Fritte! Hey! Werk was ran! Ja. Hey, runter nur! Hey! Swobbelabalak! Swobbelabalak!
Wie witzig ist das denn? Okay. Gehen wir jetzt mal weiter. Jawohl, ich bin's. Dankeschön. Gehen wir mal schnell hier draußen was schauen. Aha. Ist hier drüben noch irgendwas? Es sieht nicht so aus. Ja, da bist du wieder. Wollen wir reden? Aha. Aha. Die Gazette des Ordeners. Ah, eine Zeitung haben wir bekommen dafür. Für einen Apfel eine Zeitung. Das ist ja natürlich ein guter Tausch. Weil Äpfel waren ja früher das Zahlungsmittel. Für alles. Okay. Na gut. Komm, Wuffi. So, jetzt nehmen wir hier noch einen Apfel und laufen natürlich wieder zurück. Und wir gehen jetzt wieder hinein. Wir machen Ging-Gong. Ging-Gong. Halt die Fresse. Aufwart, auf geht's. Na, Kollege Schnürschuh. Komm her, mein Wuffi. Hm, du bist mein Guter. Gut gemacht. Na, kommst du her? Wegen gut gemacht. Jetzt ja, gib mir den Schlüssel, alter Döffel. Nee, nee, nee. Das ist ja furchtbar schlimm. So, gehen wir mal hier rüber. Und sperren mal diese Tür auf und gucken natürlich mal hier hinein. Mal sehen, was hier liegt. Auf alle Fälle haben wir schon mal einen neuen Helm. Das ist natürlich sehr schön. Wir brauchen noch Sturmgebäck, nicht wahr? So, haben wir eine Flagge. Dann geben wir die Flagge wieder her. Und es fehlt doch, glaube ich, noch das Sturmgebäck, oder? Ach, Mensch. Gut, hier konnten wir nichts mehr machen. Gehen wir nochmal raus. Und ich glaube auch, ich weiß schon, wohin wir gehen. Ja, jetzt sind wir die Biersaufenden Deutschen. Ich bin dabei, Prost. Flagge hängen wir mal hier ran und singen dabei Gott mit uns. Gott mit uns, Gott mit uns, Gott mit uns. Okay, jetzt haben wir ein fröhliches Gott mit uns gesungen. Okay, gehen wir wieder rein. Ja, komm. Gehen wir wieder in den Raum und schauen mal weiter. Was tun, sprach das Huhn? Da schau hin. Aha, schaut euch das mal an. Hier sind überall Zahlen. Aha. 1. Nee. Ach ja. 8. 1, 5. Das ist ganz einfach, oder? 8, 1, 5. Sieht man doch. Die 1 ist auf der 8. Die 2 ist auf der 1. Und die 3 ist auf der 5. Gut. Okay.
Gemerkt, 815. Gut. Lass mich durch. Und 5. Wo ist er denn, die 5? Und 5. Und klatsch. Gut, die. Ja, und die Tür ist offen. Jawohl. Okay. Holen wir uns das Sturmgebäck. Zack. Noch ein Gewehr. Und noch ein Messer. Und hier liegt auch noch irgendwas. Ich werde mich mir mal bücken. Oh, ein. Was ist das? Zerbrochenes französisches Bajonett. Mhm. Also ihr wisst. Wenn ihr es lesen wollt, direkt auf Pause. Entschuldigung, ich bin auch noch erkältet. Oh. Oh oh, wir geraten jetzt mitten in einen Angriff. Ach du elende Kacke. Freunde, es geht los. Wir müssen hier weg. Giftgas, dreh dich um. Okay, das ging jetzt ziemlich schnell. Das ging jetzt sehr schnell. Okay. Los. Okay. Ich habe das dumme Gefühl, wir müssen wieder Granaten ausweichen. Ach du Scheiße. Ja, ja. Fickt euch, hätte ich fast gesagt. Ach du Scheiße. Ja, der hier ist sehr nett. Dieser Arzt, Doktor oder was immer das auch ist. Uiui, das war aber knapp, Kollege. Oh, nein. Och, ja, Hundi, rein mit dir. Und der erwischt war. Oh, ja. Yeah. Ah, wie traurig. Der arme Hund. Krieg ist Dreck. Ach komm, den können wir dann nicht mehr retten, ne? Den können wir nicht mehr retten. Er hat's hinter sich, er hat diese Hölle hinter sich gelassen. Komm. 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 Er hat die Hölle hinter sich. Okay, wir gehen jetzt mal weiter. Ach du Scheiße. Gut. Weg hier. Jetzt sind wir wieder mitten an der Front. Mitten in diesem kaltherzigen, grausamen Krieg. Ausdehnung des Großeinsatzes. Okay, Freunde, wenn ihr es lesen wollt, drückt bitte wieder Pause. Ach du Elend, überall Giftgas. Das ist natürlich nicht gut. Das ist natürlich gar nicht gut. Ja, ich komme. Ich komme, mein Hund. Ich komme. Du hast dein geliebtes Herrchen verloren, aber ich bin bei dir und ich werde bei dir bleiben. Ich werde immer bei dir bleiben, mein Hund. Ja, kämpf, Kameraden. Okay, gut. Dann runter. Los. Jetzt. Gut, sind wir durch. Halt. Hey, Paul!
das? Ah. Ein Flachmann. So, also, ein Flachmann ist immer was Gutes. Hm. Na, oh, ach, stopp, stopp, stopp. Lass mal drauf kommen. Ha ha ha. Walt, komm her. Komm her, mein Digga. Fein gemacht. So, komm her, mein Digga. Ja, komm, Gasmaske drüber. Hauptsache, du überlebst, mein Spatz. Ja, mein guter Hund. Wo kommen die Zunge noch raus? Wie süß ist das denn? Na komm. Oh, mein kleiner Hundi-Hund. Komm, mein Nasenbär. Mein kleines Wildschwein. Komm, hol mir meine Maske. Ach, ich war noch tot und verzweifelt. Danke. Na. Wieso wollt ihr denn nicht zugreifen? Das ist ja ein kleiner Widerwurst. So, okay. Wir haben jetzt die Gasmaske. Jetzt kommen wir hoffentlich hier lebend raus. Ah, scheiße. Der ist auch schon tot. Okay, hier haben wir schwerer deutscher Helm. Oh, also 2 Kilo auf dem Kopf, bestimmt ganz schön übel. Okay. Wo ist eigentlich mein Hund? Und mein Hund? Ich will meinen Hund nicht zurücklassen. Bist du noch hier unten? Och, Mutzel. Was bist du noch hier? Komm, was ist hier durch? Oh, ein armer Hund. Naja, vielleicht. Das kann sein, dass man da vielleicht hier hinten folgt. Vielleicht habe ich ja Glück und hier kommt er dann raus. Ach, du. Ah, ja, so. Gut, fein. Komm, ein Digga. Komm runter. Komm mit runter. Komm, geh oben durch. Komm, geh oben durch. Fein, mein Digga. So. Lass du mal los. Das ist mir doch feine Digga. Okay. Während Karl sein Ziel beinahe erreicht hatte, wechselte Freddy zu den kanadischen Truppen bei Vimy. Am Himmel über Vimy erkundete George, der englische Pilot, die deutschen Stellungen für die Artillerieunterstützung. An diesem Tag führten die Kanadier den Angriff. Okay, liebe Freunde, das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit diesem Teil. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr fandet das genauso interessant wie ich. Wir sehen uns dann wieder im zweiten Teil. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Teil. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.